Für mich ist auch wichtig der Erstkontakt mit dem Makler. Wenn Sie ihn anrufen, nehmen Sie sich Zeit am Telefon, nehmen Sie sich eine Liste zur Hand, notieren Sie sich ganz einfach Ihre Dinge, die Ihnen wichtig sind. Wenn Sie ein Kind haben, werden Sie wahrscheinlich einen Kinderwagenabstellplatz brauchen. Wenn Sie Radfahren, Fahrradraum, Fahrradplatz brauchen, fragen Sie den Makler danach. Es ist nichts dümmer, wenn Sie sich eine Wohnung anschauen und es dort nicht diese Möglichkeiten oder diese Infrastruktur gibt oder Telekabel, Antenne, Satellitengeschichte. Fragen Sie den Makler. Und hier eben ganz wichtig, machen Sie sich eine Checkliste. Schreiben Sie sich zuvor zusammen, was Sie meinen, was für Sie, für Ihre Wohnung am wichtigsten ist, was für Sie der Punkt ist, dass Sie sich dort wohlfühlen in der neuen Wohnung. Und damit konfrontieren Sie den Makler ganz einfach. Hundehaltung. Aber auch wichtig, wenn Sie dann sich die Wohnung angesehen haben und die Wohnung haben wollen und diese Punkte für Sie entscheidend sind, das lassen Sie sich bitte bestätigen, schriftlich am besten.